damit interagieren? Nein. Erstmal hier schön drauf rumtippeln. Hä? Er will halt nicht rüberspringen. Ah doch, braucht er auch nicht. Wenn hier ein kleines Loch ist. Oh, warte mal, was ist das da auf dem Boden? Ist das ein Dokument, was man einsammeln kann? Nee. Hätte ja sein können. Dass man hier irgendwie sowas findet. So, aber hier ist so eine Art Camp. Oh, guck mal hier. Übersetzen. Die Metro ist aufgrund der Pandemiebeschränkung geschlossen. Oha, das erinnert uns doch an eine Pandemie, die wir hatten. Bitte nicht betreten. Jeder Verstoß gegen die Regeln kann zu einer schweren Gefängnisstrafe führen. Kreieren Energy. Nicht. Sauerei. Ich bin einfach nur eine Katze, die ein Energy will. Das ist doch nicht zu viel verlangt. Oh, die Mucke hier. Oh, crazy. Erstmal das merken. Es gibt so viele Bücher hier. Das Vermächtnis des Turing-Tests. Die Ethik der künstlichen Intelligenz. Einige davon erkenne ich wieder. Hatte ich eine Bibliothek? Ich erinnere mich, dass nicht so gut war wie der Duft von Büchern und das Umblättern einer Seite. Es war ein Gefühl fast wie Trost. Ein Buch zu lesen war, als würde man Zeit mit jemandem verbringen. Okay, eins der kleinen Fragmente gefunden. Na, wer bist du denn? Erstmal einschleimen. Boah, kuschel mit 5 Robotern. Der beste Freund der Katze als Achievement bekommen. Okay. Le Dog. Gegenstand zeigen. Okay, aber ansonsten kriegen wir keine Antwort. Irgendwie voll gemütlich hier, ne? Das würde sich so mancher, der am Bahnhof abhängt, wünschen, so eine gemütliche Ecke. Auch diese Fahrräder und so. Nö, auch hier kriegen wir keine Energy-Sauerei. Keiner will uns ein Energy geben. Das Leben ist so ungerecht. Okay, dicke Tore. Ein Arbeiter. Können wir hier auf die Ladefläche? Jupp. Aber da gibt es jetzt nichts Weltbewegendes, außer dass wir jetzt hier drauf rumlaufen können. Und dann darauf können. Okay. Einmal übersetzen. Gesucht. Clementine. Unruhestifter. Außenweltler. Rebellisch. Bitte jegliche Sichtung melden. Ah, darum hat die Person wahrscheinlich auch mit uns nicht geredet. Okay, Elk. Ich habe dir schon 5-mal gesagt, Josh, dass du so nicht rumlaufen darfst. Das ist gefährlich. Hey, so einen Roboter habe ich noch nie gesehen. Du siehst so flauschig aus. Oh, es geht um das Mädchen, das auf diesen gesuchten Schirm gezeigt wird, richtig? Du solltest jemand anderes fragen.
Ich bin hier zu sehr mit Josh beschäftigt, um irgendwas zu wissen. Ja, Josh. Okay, Josh. Josh kriegt Ärger und darf auch mit uns nicht reden. Übersetzen? Keine Sorgen wegen des Mülls. Die Neko Corporation kümmert sich um alles. Ah, die Neko Corporation hat massivst reingeschissen in diese Welt. Darum ist alles für'n Arsch. Was ein Utopia. Dass am Ende nur die KIs überbleiben und wieder kein Energy. Dreckige Scheiße hier. Da oben ist eine Drohne. Das scheint eine Art Polizist zu sein. Warte mal, ich gehe erstmal hier lang. Bevor ich mit denen interagiere. Okay. Oh, warte mal. Ich kann dein Bett vergewaltigen. Hehe. Massivst die Krallen wetzen. So. Erstmal. Hörst du das da unten? Diese Ebbe, diese Flut? Die Stadt verfolgt mich. Sie verspottet mich. Oh, Clementine? Ja. Ich habe früher mit ihr rumgehangen. Aber sie wollte weg. Sie war wie ein... Warte, was? Sie war wie ein frischer Wind und dann spurlos verschwunden. Jetzt sucht man nach ihr. Das ist mir zu heiß. Psst. Hörst du das? Die Ebbe, diese Flut? Übrigens haben wir auch noch das Foto im Inventar, so ich brauche eigentlich gar nicht mehr nach Energy suchen. Ja, daran merke ich gerade wieder, dass ich, weil ich es jetzt erst bemerkt habe, dass ich 6 Stunden schon aufgenommen habe. Aber wie gesagt, das Spiel fesselt mich irgendwie. Ich will das halt weiterzocken gerne, darum mache ich das jetzt gerade. Hab halt richtig, richtig Bock drauf. Okay. So. Der Zugang zur unteren Ebene ist aufgrund von organischen Lebensfähigkeiten eingeschränkt. Bitte aus diesem Bereich fernhalten. Können wir hier hoch? Oh, Tatsache. Und ein Schlafplatz anscheinend. Den wir uns einmal gönnen. Und wir gucken uns einmal gleich das Kamerafahrtenspiel an. Katzen können halt gefühlt wirklich überall pennen. Solange da ein gewisses Maß an Ruhe ist. Das Spiel hat auch einen schönen atmosphärischen, stimmigen Soundtrack. Es ist wirklich ein geiles, geiles Spiel. So auf sich wirken lässt auch irgendwie echt geil. Krass, ey, guckt euch das an. Die Welt hat irgendwie was Faszinierendes, aber auch was Beklemmendes. So, können wir mit dir interagieren? Nö, aber wir können dich stolpern lassen. Ach, warte mal, übrigens. Ich muss hier nochmal lang. Ich habe jetzt gar nicht mit dir gekuschelt, ne? Maria, aus Prinzip möchte ich das nochmal machen. So. Okay. Nicht so sehr zum Kuscheln veranlagt anscheinend. K-
Okay, mit euch quatschen wir gleich. Gibt es hier irgendwas Interessantes? Eventuell, ja. Ja, oder auch nicht. Kann man halt sich angucken. Vielleicht gibt es auch Sachen zu finden, aber ich schätze nein. Okay. Mit der Drohne können wir nicht interagieren. Das ist halt wieder dasselbe Gesuchtschild. Ja, kennen wir ja. Friedensstifter 22.106. Ihre Identität bitte. Kooperieren Sie oder wir müssen Sie ins Gefängnis überführen und rebooten. Oh nein. Bitte lasst mich in Ruhe. Ich bin nicht derjenige, nach dem ihr sucht, Modderin. Wenn ihr nach Clementine sucht, versteckt sie sich bestimmt in der Residenz. Okay. Hey. Lauf weiter. Lauf. 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 Hey. Lauf. Lauf. Ey. Krach machen mit Dosen ist verboten, yo. Fällt dir ein, yo? Okay, yo. Ich lass dich heute noch mal ziehen, yo. Stadtzentrum. Oh. Wieder an Türen klopfen. Hey. Ich gehe jetzt zur Arbeit. Wir sehen uns später. Okay, Schatz. Sei auf der Hut vor den Wächtern. Sie verhaften schnell und ohne guten Grund. Mach dir keine Sorgen um mich, Kleines. Mir geht es gut. Oh. Ja, okay. Geht aber halt keiner los. Oh boy. Ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel auch so umfangreich ist, muss ich sagen. Hätte ich echt nicht mit gerechnet. Okay, hier können wir nichts machen. Ein nicht wirklich Spiegel, obwohl doch schon, der spiegelt schon. Einmal kurz rüber, einmal quatschen und wieder diese Kuhbilder. Das macht mich fertig. Hm. Überleg mal, wenn ich morgen meinen Arm durch einen anderen Roboterarm ersetze und dann am nächsten Tag auch meinen anderen und dann meinen Körper und so weiter, bis ich alle Teile ausgetauscht und meine Software aufgerüstet habe, werde ich derselbe Roboter sein, mit dem du jetzt sprichst? Nein, irgendwie nicht. Oh hey, was zeigst du mir denn da? Ein Haufen Leute, die ich nicht kenne. Ich vermute, dass sie wahrscheinlich in dem riesigen Wohngebäude weiter oben in der Stadt wohnen. Mach damit, was du willst. Okay, Kollege. Okay, okay, okay. Oh. Ja, darf ich bitte wieder auf den Boden der Tatsachen? Danke. So, in der Gasse waren wir, in der Wohnung waren wir. Oh boy, ich hätte, wie gesagt, im Leben nicht damit gerechnet, dass es nochmal so groß ist. Oh, sorry. Ja, war doch keine Absicht. Hehe.
Bei der Nekocorp arbeiten wir den ganzen Tag, um den Abfall zu sammeln und ihn nach unten zu schicken, wo er recycelt und wiederverwertet wird. Apropos unten, es ist schon eine Weile her, dass wir Neuigkeiten von dort hatten. Das ist ein cooles Bild, hä? Ist das eine Adresse auf der Rückseite? Das erste Symbol ist eine Straße und dann gibt es da ein Stockwerk und eine Türnummer. Das sollte ziemlich leicht zu finden sein. Na dann. Wenn du das sagst. Ich frage mich halt wirklich, ob es hier auch wieder so große Abzweigungen nach oben halt auch wirklich gibt oder ob das meiste hier am Boden stattfindet jetzt. Ach, guck mal. Wenn ich raten müsste, würde ich denken, das wird noch notwendig. Und du so? Der Raymile. Tut mir leid, Kleines. Du kannst hier nicht spielen. Die Nekocorp-Fabrik ist kein Ort für einen kleinen Wuschel wie dich. Der Zugang ist gesperrt, aber nur für kurze Zeit. Wenn du ein paar Jahre warten kannst, machen wir gleich wieder auf. Cooles Bild. Ist eine Adresse auf der Rückseite? Am Blablabla, Stockwerk und Türnummer. Soll ziemlich einfach zu finden sein. Alles klar, der erzählt uns quasi auch nochmal das gleiche in grün. Beziehungsweise dasselbe, nicht das gleiche, aber obwohl irgendwie doch. Ich weiß doch auch nicht. Ja, hier kannst du halt hochgehen, aber auf dem Hoch gibt es nicht so viele interessante Sachen. Kommt man da irgendwie rein? Glaube, auf dem Wege nicht. Okay, da kann man nicht hochhüppen. Hier schon. Die Frage ist, sind die Fahrräder einfach wirklich nur straight von den Menschen übergeblieben oder fahren die Roboter damit auch? Oh, eine Kiste. Na Mensch. Katzen lieben Boxen. Das wissen wir. Hui! Wie, dafür gibt es nicht mal ein Achievement? Gerade hier hätte ich eins erwartet. Also ich habe Sachen gemacht, wo ich keins erwartet habe. Und dann gab es eins, wo ich mir so dachte, ja, okay, cool. Typisch Katze. Vielleicht muss man eine Zeit lang in der Box verweilen. Oder das Spiel will uns nur darauf hinweisen, dass das noch nützlich wird. Blazer, ich habe zu tun. Was willst du? Zisch ab, okay? Weg mit dir. Weg mit dir. Ich dachte, ich probiere es halt ein paar Mal mehr. Ein paar Mal öfter. Okay, da können wir auch nicht dran klopfen. Hier können wir einmal aus Prinzip das alles umschmeißen. Warte. So, nur damit ich wieder hier bin. Okay, damit sind wir da rumgelaufen. So, weil wir müssen uns ja hier noch Sachen angucken. Bleibt halt nicht aus. Paudre. Dieser Gauner von einem Händler hat mir neulich eine defekte Batterie verkauft. Jetzt tut er jedes Mal, wenn ich ihn zur Rede stellen will, so, als würde er mich nicht hören. Wenn die Wächter nicht auf Patrouille wären, würde er auf einen Haufen Ersatzteile landen. Hallo, Mr. Kioskmann. Mr. Kioskmann wirkt ganz schön tot. Übersetzen. Okay, 2458 Doppelpunkt EODC. Also, falls es noch relevant wird, ich habe es mir nicht gemerkt. Ah, guck mal. Oh, warte mal.
2, 4, 5, 8. Okay, das ist falsch. Gibt's hier sonst noch irgendeine Ziffer? Zeig nochmal. Oder wir müssen die Buchstaben als Zahl nehmen. Aber O, warte mal. Das passt aber nicht, weil O... O ist zu weit hinten, glaube ich. C ist 3, ist klar. E, A, B, C, D, E. E ist 5. 5, 4... 5, 4... A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, N... Ist zu weit hinten. Es könnte aber eine 0 sein. Also 5, 4, 0, 3. 5, 4, 0, 3. 5, 4... Ah ja, 0 geht ja gar nicht. Ja, damit ist das hinfällig. Gibt's hier sonst noch einen Hinweis? Das könnten theoretisch alle Zahlen hier drauf sein. Aber vielleicht ist es ja auch 1, 1... Geht auch nicht, weil das wieder 0. Das eine könnte aber eine 8 sein. 1, 1... 1, 8, 1, 4, 1, 8, 1, 4, 1, 8, 1, 4, 1, 8, 1, 4, auch nicht. Gut, dann haben wir noch die Uhr. Dann haben wir noch die Uhr. Haben wir zwei Uhren eventuell? Haben wir hier eventuell zwei Uhren? Nee. Zwei, vier, fünf, acht haben mehr eingegeben. 2, 4, 5, 8. 2, 4, 5, 8. 2, 4, 5, 8. 2, 4, 5, 8. Ich dachte mir, vielleicht habe ich mich vertippt.